Hallo und herzlich willkommen in Media Maniacs und Pucks gleichen kleinen Küchenstudio. Wir wollen euch heute zeigen, wie man Schinkediner Gulasch und Baklava zusammenführen kann zu einem halbwegs passenden, homogenen Gericht. Sehr, Ob sehr das lecker. möglich ist und wie, ja, das werden wir noch sehen. Aber was meinst du denn? Was sind deine Vorstellungen? Wie möchtest du denn Gulasch zusammenmixen heute? Ja, es ist ja durchaus gerade en vogue, modern, ja, auch Salziges mit Süßem zu vermischen. Von daher bin ich da ganz optimistisch, dass ja das Schickedina Gulasch zusammen mit dem Baklava eine gute Kombination abgibt, wo dann der Döner absolut gegen abstinken wird. Also wir müssen uns hier gegen Döner und Baguette wehren, sag ich dir. Das wird nicht leicht. Döner und Baguette. Na, Baguette ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Aber Döner ist, glaube ich, sehr akut. Du darfst das Baguette nie unterschätzen. Das Baguette kommt immer dann mit dem Knüppel, wenn man es nicht erwartet. Und je länger man wartet, umso trockener und härter wird es. Ja. Aber bevor das Schickediner Gulasch vom Baguette überrollt wird, ist erstmal der Kaiserschmarrn dran. Oh Gott, jetzt aber auch wirklich, glaube ich, die halbe europäische Küche einfach mal durch den Genau. Kaffee Jetzt müssen gezogen. wir, glaube ich, unseren Zuschauern erstmal erklären, was wir hier eigentlich tun. Genau, also ich würde mal einfach sagen, wir haben etwas Revolutionäres für uns entdeckt, denn wir können quasi, wenn einer von uns alle DLCs hat, und ich bin so ein armer Irrer, ja, ich weiß, ich bin da so ein richtig kleiner Fanboy von EU4. Kann man quasi für alle hosten und alle können die DLCs nutzen. Das wussten wir bis jetzt nicht. Bis jetzt waren wir unwissend. Genau. Und deswegen nutzen wir das Ganze jetzt, fangen noch einmal neu an und missachten unsere wunderschönen böhmischen Länder und bruneischen Länder da unten für einen neuen Spielstand, damit wir einfach jetzt komplett neu starten können mit allen DLCs, allen Add-ons. Und all den schönen neuen Alles, Features, was wie uns. hier zum Beispiel die Festungen. Das würde ich nicht als schönes Feature bezeichnen. Ja, aber es macht's doch Aber interessanter. okay. Ja, doch, durchaus. Und da haben wir uns jetzt mal einfach mal so spontan entschieden zu dem kleinen Küchenstudio-Versuch, nämlich er versucht es mit Ungarn hier Yay! oben. Die wurden ja gut gebufft in den letzten Patches, finde ich persönlich. Ja, damit sollte dann auch ich Noob zurechtkommen. Naja. Ich habe ja auch keine so leichte Situation. Also die meisten um mich rum sind relativ luschig, aber ich sag's mal so, mit den Ottomanen wäre auch nicht schön Kirschen essen heute. Genau. Der liebe Puck spielt nämlich mit den Mamelucken, aka Baklava. Ja. Oder, naja, vielleicht bin auch anders. Ich finde auch Köfte ganz lecker. Ich muss mal gucken, ob ich mich darauf festlegen möchte. Genau, und wir haben schon mal einen kleinen Plan geschmiedet. Wahrscheinlich wird es eh nicht so ausgehen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir möchten uns die Welt dann entlang dieser wunderschönen Grenze hier aufteilen, dem Bosporus, ja. Dazwischen steht, wie gesagt, der Döner. Der muss erstmal von uns beiden verspeist werden. Ich knabber ihn links an, du rechts, und dann treffen wir uns in der Mitte. Dann kannst du westernisieren und ich auch westernisieren, Genau. wenn nötig. Aber sag mal, wie willst du denn westernisieren? Also, Ja, da gibt es ja was wie will Neues, ich was uns. westernisieren? Hm, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ich glaube, ich habe da mal was gehört. Ungarn hat nämlich die nationale Entscheidung westlicher Schwerpunkt. Und da kann man dann quasi, wenn man diese Voraussetzungen hier erfüllt hat, mit einem Klick westernisieren. Das heißt, ich brauche Admin-Tech höher als 10, Stabilität weniger als 1, Gesamtentwicklung mindestens 200. Und ich muss entweder mir einverleiben Danzig, Wien oder Böhmen. Jetzt ist Danzig ein bisschen weit weg. Nämlich, oh, jetzt bin ich gerade inkompetent hier. Hier ist Danzig. Wien, ja gut, da sitzen halt die Ösis drauf, ne? Ist sehr nah dran, aber Österreich hat mich ja eigentlich lieb. Mit denen sollte ich mich eigentlich eher verbünden. Tja, bleibt nur der liebe Böhme. Der Liebe. Ich glaube, der sieht das anders mit Lieb. Ja, der kann mich wenigstens nicht leiden, also da haben wir dann schon mal kein Problem, irgendwie den Krieg anzuzetteln. Und Ich was hat der sehe Puck schon, du so hast da vor? ganz klare. Was hat der Puck denn so Der für Puck, nationale der. Entscheidungen? Erzähl doch mal. Ja, noch nicht so wirklich viel. Ich habe mich gerade zum Kalifen ernannt. Das ist schon mal
Ganz witzig, aber ich muss im Gegensatz zu dir auf die harte Weise westernisieren, wenn ich's denn will. Das ist so unfair. Paradox ist unfair. Harte Weise heißt, ich muss irgendwie zu dir vordringen. Und wenn wir uns nicht treffen, hast du Pech gehabt. Naja, das ist so wohl unsere höchste Priorität. Also Döner muss weg. Döner muss weg, genau. Hoffentlich haben wir keine Das türkischen Leben ohne Zuschauer, Döner ist schöner. sonst. Ah, herrlich. Oder siehst du Sonst. das anders? Ich sehe das genauso, ja. Sonst habe ich mal im Hintergrund gerade ein bisschen die Musik angemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Also ich höre hier gar nicht. Ich Du bin da hörst sehr gar nichts. ignorant. Hast du eigentlich Musik im Hintergrund laufen oder hast du die generell immer aus bei EU4? Stimmt, ich könnte die mal anmachen. Ich muss mal gucken, wie laut die bei mir ist. Ich habe sie normalerweise nicht an. Mich hat sie irgendwann nur noch gestört, muss ich zu meiner Schande Ja, bei zugeben. mir ist die nämlich irgendwie komischerweise immer sehr laut. Vielleicht die Ah, Hauptlautstärke ein ich habe sie bisschen. bei mir in den Steuerungen quasi ausgestellt, in den Lautstärkemixer direkt. Na egal. Ach naja. Vielleicht in der nächsten Episode. Dann lasse ich es jetzt auch Bei erstmal mir. ein bisschen mehr ohne Musik, ja. Dann können die Zuschauer besser unser Geschwafel hören. Aber wenn ihr Musik wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann komme ich denen dann irgendwann Ob nach das in wirklich so gut ist? ein paar Monaten. Meinst du, die wollen das? Unser Geschwafel hören oder Musik? Ja. Ich bin mir Okay. da jetzt nicht so sicher. Ach, bestimmt. Bestimmt. So. So. Mein erstes Ziel. Puck hat mir geraten, ich soll Serbien überrennen. Und deswegen werde ich hier direkt mal einen Anspruch fingieren. Auf Srbija. Und ich bin ein total sicherheitsfanatischer Mensch. Das heißt, ich habe mich direkt mal an die Krim und an Tunis gewandt und möchte mich mit denen verbünden, damit die Ottos das nicht tun. So, was haben wir Denn denn ich hier? gönne denen nichts. Nachschublimit Wenn man so will, ich 22. gönne denen nicht mal das Dreckige unter den Fingernägeln. Dann lasse ich die zwei Kameraden da gleich mal hinmarschieren. So. Ansonsten muss ich mir noch Rivalen aussuchen. Dann nehme ich jetzt natürlich nicht Österreich, sondern auf jeden Fall schon mal die Ottomanen. Ja. Dann nehme ich zu. Leckt das bei dir eigentlich auch gerade so ein bisschen das Spiel? Na, ich laufe hier munter bei 60 Frames per Second. Also Frames ist okay, aber ich meine so von der Internet-Connection her, habe ich immer so das Gefühl, das hinkt bei mir so eine Sekunde hinterher. Nö, nicht, dass ich das wüsste. Okay, na naja, gut, vielleicht Also gibt ich sich das bekomme ja. nichts mit. Dann wähle ich mir noch als Rivalen. Dum-dum-dum. Böhmen, natürlich. Und weiterhin. Ja gut. Und weiterhin Polen wahrscheinlich. wirst du wohl nicht drumherum kommen. Wahrscheinlich nicht. So, dann haben wir unsere drei Rivalen festgelegt. Gleichzeitig werde ich jetzt Beziehungen verbessern. Und zwar zu den Ösis. Beziehungsweise die haben mich ja ohnehin schon lieb. Vielleicht kann man da direkt schon ein Bündnis. Kann man, tatsächlich. Ja, dann machen wir das doch direkt. Du Ein Glückspilz, du. Bündnis mit Österreich. Sehr schön. Die alten Seilschaften werden Hegen wieder und pflegen. reaktiviert. Hier habe ich eine kleine Flotte, sehe ich gerade. Drei Galeeren. Ein leichtes Schiff. Ein leichtes Schiff ist. Ach nee, warte mal. Und zwei Transportschiffe. Oh Gott. Ein leichtes Schiff ist aber sehr, sehr wenig. Ich guck mal gerade, was die Ottos haben, nur mal so just for info. So, dann füge Du ich die hast mal. übrigens mal gar nicht so unwenig Armee mit 18.000. Ja. Wie viel hattest du nochmal? 25, hast du gemeint, ne? Ja, aber das Schöne ist an den Mamelucken, ich sehe fast die ganze Welt. Das heißt, ich sehe alle Länder, die von Belang sind. Und du bist auf Seite 1, immerhin. Bam. Einfach mal so. So, dann mache ich jetzt mal gleich Man könnte auch sagen, in your face. einen neuen Trupp. Und die dürfen gleich mal den Handel schützen. Und zwar, was sind eigentlich meine Bist Handelszentren? du bereit? Muss ich mal gucken. Dein Handelszentrum, das weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Venedig. Ragusa, würde ich mal raten, und Wien.
Ein bisschen Venedig, ein bisschen Ragusa und ein bisschen Wien, genau. Und dann schicke ich euch mal nach Ragusa zum Handelsschützen. Du kannst gerne schon laufen lassen von mir aus. Gut, dann wollen wir doch mal. So, Ragusa. So. Und was habe ich denn hier bekommen? Gerade am Anfang mache ich mal kurz Pause, damit wir auch die ganzen Beziehungen gleich, also die ganzen Allianzen sichern können. Ich habe ein Bündnisangebot aus Genua, das interessiert mich jetzt mal überhaupt nicht. The game speed has been lowered to let him her catch up. Media Maniac is lagging behind. Ja? Scheint also wirklich da was zu sein bei dir. Wirklich was mit Internet? Komisch. Ich lade eigentlich gerade gar nichts hoch oder so. Ach ja, jetzt steht's bei mir auch. Komisch das. Sehr seltsam. Kriegen wir aber alles hin. Kriegen wir So, hin. ich habe jetzt ein Bündnis mit denen, okay. So, kann ich jetzt die Ösis vielleicht gleich noch heiraten? Ja, da muss erstmal ein Diplomat wieder andackeln. Und ansonsten strebe ich ja noch ein Bündnis mit Moskau an. Aber erstmal machen wir das mit den Ösis hier Tust klar. du das? Ja, das tue ich. Dann hätte ich einen Du großen, bist zwei aber auch ein große. Schelm. Und dann, wo hatte mir noch jemand empfohlen, eventuell mit Brandenburg irgendwas zu machen? Naja, Brandenburg ist ja immer wirklich gut zu haben. Das hört sich jetzt sehr pervers an. Sie sind auch sehr leicht zu haben. Ja, vielleicht. Sehr gut. Was mache ich eigentlich gerade? Oh ja, 6 Gold. Das ist schon mal nicht schlecht. So, diese Flotte hier, die kann ich dann gleich mal stilllegen. Das hat mir auch der gute Puck beigebracht. Das klingt jetzt so, als würde ich wirklich wissen, was ich tue. Dem ist Du nicht weißt auch, so. was du tust. Du bist der totale Experte hier in dem Spiel. Nein, 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 nein. Nein, nein, Ich bin nein, einfach nur ausdauernd. Da ist ein Unterschied. Ich bin ausdauernd. nein. So, habe ich eigentlich mittlerweile so einen, irgendwie so einen Thronfolger oder sowas? Nein, ich habe immer noch ein Interregnum. Nee, du müsstest Interregnum haben und dann dürfte gleich die Möglichkeit kommen, ob du entweder ein Matyashunya, die haben willst, als Regenten. Früher war das mal gut, weil der wurde dann dein König. Das Dumme ist, jetzt ist er nur ein weiterer Regent und total nutzlos. Also, Oh ja, okay. du Jawohl, jetzt solltest habe dann ich. quasi warten auf diesen Ladislaus Postumus, oder wie der heißt. Jetzt Das habe dürfte ich. dann dein Erbe werden. Was? Jetzt habe ich erstmal kurz Österreich geheiratet. Okay. Du hast Österreich geheiratet. Ich Das habe ist aber eine große Hochzeit. Österreich geheiratet. Ich bin so stolz auf dich. Österreich heiraten, also. Ich Dankeschön. schaff's meistens nur, eine Frau zu heiraten, aber So, Respekt. Land von besonderer Wichtigkeit kann ich auch mal markieren. Okay, das sind Welches, die. was ist ein Land von besonderer Wichtigkeit? Dass man da Nachrichten bekommt. Okay, du bist da auch schon als Land markiert, glaube So. ich. Oder bist du das? Bist du doch. Ich weiß es nicht. Doch, So, du ich habe warst mal markiert. geguckt. Sehr gut, dann Moskau mache ich auch Ganz mal. vergessen. Ich bin übrigens mal gerade total stumpf und Du bindest mir habt ihr direkt was geschickt? ein Bündnis an. Ja, holla, die Waldfee. Das ist ja so überraschend gerade. Darauf komme ich nicht klar, auf dieses Bündnis. So, Moskau ist auch noch interessant. Die Frontzacken sind auch immer ganz interessant. So. Dann habe ich jetzt mal hier meine Points of Interest. So, ich muss mal kurz gucken, was da mein König für einer ist. Ich habe einen 1-2-3er König mit einem Nu Erben, der 3-2-5 ist, aber der ist 0. Alter. Chepes 53, 55, Pest. Naja, so. So. Gucken wir mal vom Geld her, okay. Beziehungsweise nein, das Fonds hier sollte ich mal aktiviert lassen. So, ich habe jetzt hier gerade mal zwei dieser Festungen deaktiviert, um ein bisschen Geld zu sparen. Durchaus nicht das Verkehrste. Ich baue jetzt mal ein paar Barken, damit ich den Handel schützen kann. Ja, das sollte ich auch noch mal tun.
Beziehungsweise. Und dann werde ich mal den ersten Gegner angreifen. Auf wie viel kann ich denn mein Militär eigentlich aufrüsten? Ich kann auch 6 Einheiten bauen. Wie das ist das Schöne. Ungarn ist wirklich relativ reich in den neuen Patches. 13,5, das heißt hier noch einen. Einen. Zwei. Und 4. Okay. Mal 1, 2, 3, 4. Ja, ihr merkt gerade, mein Internet leckt gerade so ein bisschen. Tut mir leid. Ich weiß nicht warum. So. Du weißt nicht warum. Ich weiß nicht warum, nein. Ich tue gerade nichts Verbotenes mit meiner 50. Das kann ich so nicht unterschreiben. Mit 50 du machst garantiert was Verbotenes. Nein, natürlich nicht. Würde mir niemals in den Sinn kommen. Du kriegst auch ein halbes Jahr weniger. So, da muss ich nur noch irgendwie so einen. Ah, stimmt, einen Leader brauchen wir auch noch. Einen Leader. Warum zeigt ihr mir den gar nicht an, dass ich einen anführe? Ach, ich habe ja. Ui! Ist er gut? Oh ja, der hat 2 Sterne. Du Mistkerl, du. Also, im positiven Sinne. So, Venedig führt schon wieder Krieg. Sehr gut. So, Ösis. Bist du bereit? Für was? Für einen Krieg. Ja, noch bin ich ja nicht verwickelt. Ich muss erst noch kurz hier meinen Anspruch fingieren. Derweil. Ich bin auf jeden Fall bereit für Krieg. Jawohl, ich sehe es. Derweil verbessere ich mal meine Beziehungen mit Moskau. Venedig möchte Militärzugang, um Ragusa eins draufzugeben. Tu's nicht! Du willst denen doch auf den Pelz rücken. Tja, lehne ich offiziell ab. Immer diese dummen Anfragen von den Typen. Ja gut, ich meine, die können ja da ohnehin hinmarschieren, also bitte. Warum wollen können sie? Ja, also die müssen aber ihre Schiffe nutzen. Ja, wahrscheinlich, ja. Die kämpfen gerade schon fleißig. Aber Ragusa möchte Militärzugang. Den bekommen die natürlich gerne. Ach, jetzt kommt hier dieses, Was kommt jetzt? Fürstentag von 1445. Ich darf einen Nachfolger wählen und da wäre wieder dieser Johann Hunyadi. Da hast du gemeint, der ist ja scheiße, ne? Wobei, der ist ja gar nicht scheiße. Nein, also der ist nicht schlecht, aber der Punkt ist, der wird als Regent gewertet vom Spiel. Das heißt, du kannst keinen eigenen Krieg führen mit dem Typen. Ach, ich kann keinen. Und wenn du sowieso einen Regentschaftsrat hast, dann würde ich doch den anderen nehmen, weil ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wenn du jetzt Johann nimmst, hat der zwar gute Werte, aber dadurch werden die Werte des Erben schlechter. Das ist richtig. Wenn ich mich recht erinnere. Na gut, dann behalte ich doch lieber den guten Erben und mit Johann musst du halt leben. Jawohl, die Thronfolge ist gesichert. Ein dreifaches Hurra. Also wie gesagt, das ist jetzt alles immer nur meine Meinung, was ich hier zum Besten gebe. Es muss ja nicht stimmen. Natürlich stimmt das. Alles, was du sagst, stimmt. Ich merke schon, alles. Soderlein. Achso, ich bin über dem Versorgungslimit, 22. Naja, gut, um eine Einheit, das macht jetzt nichts. So, meine Truppen stehen. Ich habe einen Kriegsgrund. Dann hol dir Serbien. Die dürften höchstens mit Byzanz alliiert sein, oder? Ich guck mal kurz. Die sind mit überhaupt niemandem alliiert? Nee. Nicht mal. Perfekt. Tja. Das heißt, jetzt gilt das Pokémon-Motto. Gotta catch 'em all. Niemand hat vor, Genozid zu sagen. Also, liebe Serbien. Was? Hier steht, solange wir einen Regentschaftsrat haben, können wir keine Kriege anzetteln. Stimmt. Nein! Wie alt ist dein Erbe? Mein Erbe... Mein guter Erbe ist... Der ist 5! Oh, fuck. Ja, scheiße. Okay, damit ist unser Plan Geschichte. Stopp, aber
Eine Idee hätte ich noch. Okay, du hast noch ein paar. Erzähl mal. Ja, Ideen habe ich immer genug. Was du machen könntest, du könntest natürlich deine Beziehung mit Ragusa verbessern, soweit wie es geht. Und wenn die dann angegriffen werden von Serbien oder Bosnien, Ich glaube, und glaub Ragusa mir, ist das gleich im werden Arsch. die. Was? Ragusa ist gleich im Arsch. Ach, verdammt. Weil sonst hättest du nämlich die als Vasallen nehmen können und hättest dann quasi in den Krieg einsteigen können gegen Serbien. Aber ich könnte mich mit Albanien verbünden. Wie wäre das denn? Das könntest du tun. Dann tue ich Das das. kann man auch tun. Die wollen sogar direkt ein Bündnis haben. Aber dann versuch die Beziehung direkt auf 190 zu bringen oder so hoch wie es geht, dass du die auch vasallisieren könntest im Fall der Fälle. Okay. Dann Beziehungsverbesserungen mit Albanien. Okay, dann gibt es jetzt erstmal keinen Krieg. Tut mir leid, Leute. Das Gute ist, jetzt kannst du natürlich überall fingieren wie ein Bekloppter. Staatsehe Albanien nehmen wir an. So. So, ich kann. Ach, ich Aber kann ich mir muss noch zugeben, eine. ich bin Mist. gespannt, ob und wie das klappt. Wir müssen Ländereien erobert. Ja gut, das bringt mir jetzt gar nichts, weil ich kann keinen Krieg führen. Festigt unsere päpstlichen Beziehungen. Das kann man immer machen. Das ist genau die falsche Entscheidung. Der Papst muss weg. Aber ich bin doch katholisch. Okay, der Papst muss meistens weg. So, Rom. Korruption. Dann nehme ich doch lieber die Inflation. Als ob Korruption ein Problem Ohne Witz, ich wäre. weiß nicht, was die mal mit der Korruption haben. So, Beziehung verbessern mit Dingensbummens. Mit dem Papst. Dingensbummens. Ich sehe schon, du nimmst das sehr ernst mit dem Papst. Kann ich vollkommen nachvollziehen. So, dann kann ich auch mal ein paar Schifflein bauen. Wie ist denn hier so unser Limit? Ja, super, ein noch. Yay. Das rentiert So. sich. Eine Barke. So. So, schicken wir die auch mal hier nach Alexandria und los geht's. Okay, denn der Moskowite ist mir gegenüber neutral. So, damit haben wir schon mal 9 Schiffe jetzt unterwegs, gleich 10, die schon mal meinen Handel hier verbessern. Wie läuft dein Krieg so? Ah, ich sehe schon, du eroberst hier schon fleißig. Ach, du kannst mich sehen. Ich sehe dich, ja. Wir sind ja auch verbündet. Hätte ich gar nicht gedacht. Ach, stimmt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du das hier unten sehen kannst, alles. Cool. So. Ich habe einen freien Beraterplatz. Ist da irgendwas, was ich gerade geil finde? Das wiederum weiß ich jetzt. Produktionseffizient. Ach, beziehungsweise ich könnte hier natürlich mal. Naja, wobei wir warten mal, bis unser Typi. Ah, Moskau hat Nowgorod den Krieg erklärt. Welche Übrigens, wir Überraschung. sollten auch immer natürlich ein Auge behalten hier auf die Ottos, gegen wen die Krieg führen, noch Ich habe einen und deren Anspruch Mission ist. einen Anspruch auf Mähren erhalten. Das ist doch gut. Was mir jetzt aber gar nichts bringt. Im Moment. Wer ist eigentlich Kaiser? So, was ich Österreich gut finde wahrscheinlich, ist. ne? Aber du musst aufpassen, die meisten würden Böhmen, glaube ich, unterstützen derzeit zwei. Also entweder ich. Anscheinend verliert Österreich gerne mal das Kaiseramt in dem neuen Spiel. Was mich etwas wundert, aber hey, warum nicht? So. Dim, dim, dim. Wir beziehen unsere Verbesserungen. Wir verbessern unsere Beziehungen. Mit wem? Was habe ich denn hier? Unser Verwalter berichtet. Westlicher Waffenhandel. Technologiekosten minus 10%. Was habe ich Das ist doch getan? mal nett. Was habe ich Stimmt, wegen getan? Österreich, plus 150. Du musst immer, wenn du auf über 150 Beziehungen bist, mit denen hast du das dauerhaft. Ah, okay. Ich könnte Musst du kurz die machen? Ich möchte Provinzverbesserungen jetzt nämlich bauen. den.
Ich möchte jetzt hier nämlich mal den Frieden machen. Ich habe Anspruch auf eine Provinz und will alle sieben haben. Nee, alle sechs sind es nur. Meins. Ich komme jetzt vor wie Gollum. Mein Schatz. Mein Schatz. Gut, ich könnte irgendwo eine Burg errichten. Übrigens, bei der Mission, da siehst du jetzt hier auch mal, was die als geben als Erfolg oder als Bonus. Ich habe jetzt was relativ Gutes bekommen, zum Beispiel monatliche Autonomie minus 10, 0,1 jeden Monat. Aber oftmals ist der Bonus wirklich total sinnlos. Sowas wie, bau deine Armee an die Grenze aus und dann kriegst du einen Baubonus oder du kriegst günstigere Einheiten, Oder sowas wie weil du die jährlicher kaufen kannst, oder? Papsteinfluss plus 0,5 pro Jahr. Das ist relativ witzlos, wenn man es gemacht hat, finde ich persönlich. Aber gut. Es ist nicht an mir zu urteilen. Tja, ich habe immerhin Auch wenn ich das 2,5 verdammt gut Papstpunkte. kann. So. So. Wenn ich mir irgendwo in irgendeiner Aber jetzt Provinz sieht das doch schon viel schöner aus, oder? eine Burg Ist baue, Mamelukenreich? das war mir lockenreich. Ich schau mal hin. Sieht doch schon viel schöner aus, so Oh von der ja. Ästhetik her. Ja, das ist richtig. Das sieht sehr, sehr, sehr schön. Runde, geschwungene Grenzen. Gefällt mir. Genau. Jetzt müssen wir uns nur noch um deine kümmern. Ja. Übrigens, da fällt mir was ein. Da Bitte. fällt mir doch was ein. Oh ja. Du hast ja auch eine Grenze zu den Ottomanen, ne? Das ist korrekt. Die Das hassen heißt, mich. rein theoretisch, wenn ich jetzt innerhalb der nächsten 5, 6, 7 Jahre mir hier auch eine Grenze zu den Ottos hole, könnten wir gegen die Ottomanen ziehen. Könnten wir tun, ja? Könntest du Weil mich in dann den Krieg könntest du ja rufen? quasi schon hier. Ja, genau. Und als Alliierter würdest du ja trotzdem Provinzen gewinnen können. Das ist ein Plan. Ab und Manöver. zu habe ich auch mal so Klick. Oh, das ist so schade, dass ich jetzt mit meinem General gerade nichts anfangen kann. Der hat vier Fernkampf, vier Nahkampf, vier Manöver. Die sind alliiert mit Kanda. Wenn ich mir als Provinzverbesserung irgendwo eine Burg baue, ist es dann so eine ganz, also so eine normale Festung? Wie eine normale Festung. Also die dann so auf der Definiere Karte, normal. die dann auf der Karte so als Burg angezeigt wird. Ja, genau. Ah, okay, gut. Dann, wo könnte man dann auch noch eine platzieren, sinnvollerweise? Ich glaube. Das ist nur die goldene Frage. Hier wäre nicht schlecht in Zagreb. Ich überlege gerade. Ein Krieg ist ja langweilig, ne? Das ist richtig. Also machen wir gleich mal den nächsten. Ja. Puck geht schon wieder richtig steil. Der Puck muss ja nutzen, was er hat an Einheiten, bevor eben die Ottos hier. Ja, ich würde meine Einheiten auch gerne nutzen. Aber es Okay, geht ich nicht. merke gerade. Dum, dum, dum. Schau, was kann man denn hier so machen? Naja. Hajo. So, hinterher, verfolgt sie, diese Missetäter, Komm, kann diese Serbien nicht mal Schufte. Albanien den Krieg erklären? Das wäre so geil. Stimmt, was du natürlich auch machen kannst, ist, du kannst natürlich Bosnien garantieren und dann, wenn Serbien eingreift, Serbien geht wohl gerne naja. auf Bosnien. Gerne ist relativ, aber ja. Ja. Das ist ja historisch vollkommener Schwachsinn. Wenn es mal nicht andersrum wäre, ne? So, Moskau. Oh, Moskau ist jetzt bereit, ein Bündnis mit mir einzugehen. Ist es das? Ja. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Dann stoppe ich hier mal kurz meine Beziehungen oder meine Verbesserung der Beziehung. Und dann wird
ein Bündnis mit Moskau geschmiedet, die hier gerade ein bisschen durch Nowgorod marschieren. Die Ottomanen also, haben Byzanz den Krieg erklärt. Ich muss gerade an eine unheilvolle Allianz denken. Du hast mitbekommen, dass die Ottomanen Byzanz den Krieg erklärt haben? Nee, aber jetzt. Jetzt weißt du's. Byzanz und Athen. Bündnis anbieten. Hooray! Konka Rabba, was denn Rabba? Rabba. Nehmen wir doch. Dum, dum, dum. So, schon mal den nächsten Claim fingieren. Ach, da hast du ja gleich deine Grenze. Zu den Ottos. Genau. So, jetzt heirate ich noch kurz irgendeine Russin. Warte mal, ich habe hier gerade ein Event. Kustam Zangi Controversy. Ach so, der Protektionist hier. Da nehme ich natürlich den Merkantilismus. So, ich dachte gerade schon, das wäre eine schwierige Entscheidung. Staatsehe mit Moskau. Yay! So, dann kann ich hier jetzt noch ein bisschen Dinge fingieren. Ich habe hier gerade einen Erbfolgekrieg. Wie bei, dir zu Hause, oder was? Ach, ich habe mich gerade schon gewundert. Nee, Medri Bahi hat jetzt eine Personalunion mit Kaffa. Aber das sind ja Kopten, also doch Christen. Dann geht das ja. Weil normalerweise können ja Muslime keine Personalunion haben. So, das hat mich etwas irritiert. Fingiere ich jetzt mal einen Anspruch in der Walachei? So. Wo kann man eigentlich nachschauen, wie viele diplomatische Beziehungen man insgesamt eingehen darf? Ach, 4 von 4. Okay, ich sehe es schon. Wenn du ins Diplomatie-Menü gehst und dann dich anklickst. Oder du kannst auch einfach oben über die Punkte hovern, über deine Diplo-Punkte. Naja, ich sehe es. 4 von 4, gut. Polen erhält einen Anspruch auf Stepes. Ja, sehr schön. Die Ottomanen haben 29.000, das ist jetzt nicht wenig, aber... Ich würde sagen, wenn wir zusammenkommen, hätten wir eine Chance. Chepes. Wie viele Schiffe haben wir denn? Ah, ich habe hier noch eine Barke. So, dann sehe ich nur mal hier hin. So. Wie gesagt, irgendwas leckt bei dir gerade ganz schön. Ja, ich kann mir das irgendwie auch nicht erklären. Das machst du mit Absicht, geht's zu. Ja, natürlich. Das ist hier der legale Cheat. Machen wir mal das hier. So, dann schützen wir wieder den Handel in Ragusa. Okay. England-Rosenkrieg. Sehr schön. Ich sag dir, der ist jetzt in einem Jahr beendet, wo du gefühlt... das ist so, als wenn du mich an Mewa erinnerst. So, was haben wir denn hier noch? Verbesserte Beziehungen zu Bosnien. Dann bekomme ich diplomatisches Geschick. Das ist doch nicht schlecht. So. Gleich habe ich Marasch. So. Dann ziehen wir den hier mal ab. Und verbessern hier unsere Beziehungen mit Bosnien. So, der Pole hat gerade den Deutschen Orden Krieg erklärt. Und Nowgorod ist glaube ich, gleich Geschichte. Mit wem ist denn der
Deutsche Orden alliiert alles. Deutsche oh, Orden. Das wird knapp, das wird richtig knapp. Mit Livonische Orden, Mecklenburg also, und Werden. Ich glaube, die verlieren. Die Polen? Nein, der Deutsche Orden. Ah. Die haben keine guten Alliierten. Soll ich denn hier, der Herrscher von Twer ist gestorben, ohne in unserem Land einen direkten Erben zu hinterlassen. Sie werden einer Union mit Muskovy beitreten. Achso, Twer halt. Außer ne? Du willst das achso, nee. Anzweifeln. Nee. Das nee, tun wir nicht. Niemals. Was will ich mit Twer? Dieser kleine Misthaufen da hinten. Dieser kleine Misthaufen da hinten. Sehr schön. Aber die Ottos sind sehr gut isoliert eigentlich. Dadurch, dass die Krim und Tunis wegfallen. Als Alliierte haben sie nur Tlemcen. Oh, die Ottomanen haben Athen besetzt. Ja, aber das war nicht deren Kriegsziel, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. So, hier habe ich jetzt noch einen... Das Kriegsziel von den Ottomanen war Conquest of Achaea. Und das haben sie noch nicht. Ist noch nicht mal in Belagerung. So, dann fingiere ich mal den Anspruch auf die Ottomanen. Naja gut, aber dadurch, dass sie Konstantinopel erobert haben... Ich fingiere übrigens auch schon auf die Ottomanen, nämlich auf Ticke. Ja, ich habe auf Vidin. Okay. Fingiert. So. England. Das Ende des, Ende des Rosenkrieges. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Die Antwort ist so simpel wie, du willst nicht hören. Ja. Wenn man sich überlegt, wie lange ich mich darum geärgert habe. Länger als dir lieb ist? Das ist richtig. Ich habe einen neuen Kardinal. Hooray! Ab wann kann ich mir denn was von Papsteinfluss kaufen? Was sinnvoll ist, das dauert. Ja, das ist richtig. 30? Naja, ah, dann bekommt man halt so einen Kackberater irgendwie. Das ist übrigens immer ein Theologe. Zumindest war es das bis vor kurzem. Ich weiß nicht, ob sie das schon gepatcht haben. Und gleich wird Iberian Wedding triggern. Weil die haben nämlich gerade einen weiblichen Herrscher bekommen, die Aragonesen. Ach, verdammte Axt, die Trastamaras da. Aragon. Was habe ich eigentlich so an Handelsressourcen? Ich ach, das ja. Wüsste. Ui, ich habe Gold. Du hast Gold? Ich habe Gold in Chepes. Ah, in Chepes, okay. Und ich habe Kupfer. Ja, das also von den Ressourcen her ist das ja gar nicht mal so schlecht, was Ungarn hat. Ich dachte, das wäre jetzt hier alles nur irgendwie Getreide oder so ein Kram. Aber denkst du? Hast du ja noch relativ Glück. Was hast du denn so außer Sand? Noch mehr Sand. Schlamm. Und Sand. Gib mir eine Sekunde, ich muss hier nur noch gerade ein paar Rebellen besiegen und dann denke ich mal, könnten wir auch schon... Ist Karaman hier eigentlich sowas wie der Judenstaat im Spiel? Weil die hier nein, als... warum? Weil die Flagge so aussieht? Ja. Nein, nein, es gibt nur eine einzige jüdische Provinz. Ich weiß nicht, ob du Äthiopien sehen kannst. Nee, sehe ich leider nicht. Das ist etwas südlich von mir. Wir haben eine einzige Provinz, die jüdisch ist, und das müsste Semien sein. Okay. Sonst gibt es keine jüdischen Provinzen in dem Spiel. Nö, aber ich habe auch schon mal ein jüdisches Äthiopien gemacht. Ist ganz witzig. So. Jetzt habe ich hier noch eine Burg. Ich glaube, dann sind wir ganz gut ausgestattet. Wobei, vielleicht wäre noch eine Idee, hier eine zu bauen, so direkt an der Grenze. Zu den Osmanen. Wobei nein. Niemals. So. So. So, wie alt ist denn mein Hosenscheißer mittlerweile? Oh, er ist schon 9. Weil ich trotzdem denke ich mal, dass du noch eher von...
dem Krieg gegen die Ottomanen gleich profitieren wirst. So, klick. So, ich habe einen Eroberungskriegsgrund gegen die Ottomanen. So, jetzt muss ich mal gucken. Was ist es bei dir, Take Vidin? Genau. Sehr gut. So, wie sieht es sonst aus mit meinen Beziehungen? Wo könnte ich noch ein bisschen was draufpacken? Ja. Waffenstillstand zwischen Ottomanen und... Die Ottomanen haben Karaman den Krieg erklärt. Okay. Haben sie das? Mhm. Was hast du eigentlich an Schiffen, wenn ich fragen darf? Nicht sehr viel. Ich habe 2 Transportschiffe. Ich kann sie genau sagen. Beziehungsweise kann ich das. Was hast du denn an Force Limit? Viel weniger, viel ja, besser gefragt. Das ist 7, das ist nicht sehr viel. Nee, das stimmt wohl, das ist nicht viel. Das ist leider nicht sehr viel, ja. So. Was machst du? Senkst du eigentlich in Friedenszeiten immer deinen Truppenunterhalt oder lässt du den lieber aufrecht? Also ich habe den meistens aufrecht. Ich muss zugeben, ich bin da sehr faul in der Hinsicht. Kann man mir ruhig vorwerfen, das weiß ich. Ich senke dir mal ein bisschen ab. Ein bisschen Geld schöffeln. Ich würde es nicht tun, weil ich bin gleich bereit für den Krieg. Du bist gleich bereit? Okay. Das ist dann der Cliffhanger für die nächste Folge. Ja, wir müssen mal kurz gucken, macht das überhaupt Sinn, wenn wir jetzt die Ottomanen angreifen? Im Moment haben die Ottomanen 28.000 Truppen. Ich habe 24. Du hast 24.000. Und einen sehr, sehr starken General. Was auch nichts verachten ist. Und ich habe, lass mich kurz lügen, 27.000. Was ist deine theoretisch. Was ist deine Mannstärke? 15.000 knapp. Okay, meine ist 20.700. Was haben die Ottomanen so? 23.000. Na gut. Also eigentlich. Aber die haben ziemlich viele Schiffe, ne? Gut, aber das stört uns ja nicht. Das ist ja das Ding. Also mich stört das zumindest nicht wirklich. Das Ding ist ja, du darfst nicht vergessen, im Moment führen die auch noch Krieg gegen Karaman. Das heißt, die haben auch noch, ich glaube, 9.000 Mann oder so, die sie gerade denen entgegenwerfen. Mhm. Ich guck mal gerade, wie viel hat Karaman an Truppen? Wo haben ich die denn? Ich finde das gerade nicht optimistisch, ich muss gerade sehr weit nach unten scrollen. Wo haben die denn überall Festungen stehen? Also in Vidin auf jeden Fall wahrscheinlich mal keinen. Hoffentlich versehen. Okay, Karaman hat keine Truppen mehr, die wurden alle schon besiegt anscheinend. 1.000 Truppen haben sie nur noch. Ja, ich würde sagen, das können wir dann schon wagen. Du musst mich halt dann, wie gesagt, reinrufen, ne? Ja, das ist das Ding. Ob wir das gewinnen, weiß ich jetzt nicht. Warte mal kurz. Das ist halt echt so schade, ne? Weil Österreich ist mir gegenüber freundlich gesinnt. Das würde heißen, die würden mir auf jeden Fall folgen in den Krieg, ne? Schwer, was du meinst. Die Russen lieben mich auch, die würden auch folgen. Ich meine, gut, die sind sehr weit weg, aber theoretisch. Die Albaner finden mich auch geil, die wären auch mit dabei, mit ihrem 3-Sterne-General. Zu wissen. Beziehungsweise, wenn du mich reinrufst, kann ich ja nicht meine Verbündeten auch noch mit reinrufen, ne? Das geht ja nicht, oder? Das weiß ich gerade nicht. Sekunde, ich bin gerade was am Basteln. Also ich bin dafür, dass wir noch kurz warten mit dem Krieg, nämlich noch so ein Jahr etwa. Okay. Weil ich baue gerade in allen Provinzen, die ich kann, noch mal eine Galeere nach. Mhm.
Und rein theoretisch müsste ich dann den Bosporus dicht machen können. Naja, das ist natürlich spitze dann, ne? Naja, spitze für einen von uns beiden. Es kommt drauf an, auf wessen Seite die Truppen sind, die türkischen. Die osmanischen, Genau. Entschuldigung. Ja So. gut, aber wenn du den Bosporus blockierst, kann ich ja trotzdem rüber marschieren, oder? Ja, das geht natürlich trotzdem. Ja. Übrigens, ich habe jetzt Dulkadir als Vasall genommen. Dulkadir? Ah ja, die da. Okay. Sehr Damit gut. kann ich dann nämlich nebenbei schon mal ein bisschen was füttern. Gut. Also es schaut gar nicht mal so schlecht aus im Moment, wie man meinen könnte. Das ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort. Das Nächste. schöne Schlusswort ist jetzt, im nächsten Turnset heißt es dann wahrscheinlich Gulasch und Baklava gegen Döner. Genau, da wird der Döner von der Speisekarte vertilgt. Aber sowas von. Hoffen wir mal. Wahrscheinlich werden wir uns dann Oder wieder vielleicht absolut auch nicht. blamieren. Es ist Aber nicht auszuschließen. ja, es ist nicht auszuschließen. Genau. Was haben die eigentlich so an Verbündeten? Nicht so viel, ne? Die Krim. Ja gut, aber die Krim wird gerade so ein bisschen überrannt von den. Von wem Von der eigentlich? goldenen Von der Horde. Goldenen Horde. Na gut, dann möge der liebe Puck doch das Schlusswort sprechen. Ich würde ja sagen, ich esse gerne Baguette, aber das passt irgendwie gerade nicht, ne? So. Okay. Der Ja. Puck ist gerade etwas. Puck ist ein Ich bisschen weiß es nicht. Okay. Die Ottomanen, das ist immer so eine Sache am Anfang. Ja, das wird schon. Wir schaffen das. Na gut. Dann würde ich Muss gerade sagen. irgendwie an Thomas die Lokomotive denken. Nee, an Bob den Baumeister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ja, natürlich schaffen wir das. Hallo? Wir sind Ich Gulasch und offenbare gerade, glaube Baklava. ich, zu viel Wissen. Gulasch und Baklava for the win. Na gut, dann würde ich sagen, In diesem verabschieden wir Sinne. uns. In diesem Sinne, genau. Jo. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Gehabt euch wohl. Genau, gehabt euch wohl, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.